Guten Abend, willkommen bei Phoenix Wright. Wir spielen Justice for All und sind gerade im Kreuzverhör von Eenie Meenie, die hoffentlich, also wir wollten, in der letzten Folge wollten wir die wirkliche Wahrheit ans Licht bringen. Ob uns das gelingt, erfahrt ihr jetzt. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wir wollen ja nicht hier spoilern. Ja, ein bisschen geht der Fall noch. Ja, echt? Ja. Weiß schon, wenn du Lust hast. Nee, es wird total gut, weil Eenie Meenie zu zerlegen, und ich freue mich sehr auf diesen Moment, wo sie so komplett kippt und danach so rumschreit und vielleicht auch direkt. Ja, was ist deine Vermutung? Du kannst ja die Vermutung nochmal äußern. Also, meine Vermutung ist, dass bei dem Unfall, wo Eenie zusammen mit ihrer Schwester halt im Auto waren, weil das ist ja Fakt, sie waren zusammen im Auto, dass aber tatsächlich nicht ihre Schwester gestorben ist bei diesem Unfall, sondern Eenie, also sie, weil die Schwester hat sehr, sehr schwere Verbrennung dann erlitten, ist dann ins Krankenhaus, und die haben sie dann wiederhergestellt aufgrund eines Fotos des Ausweises von Eenie. Das heißt, ihre Schwester hat quasi das Gesicht bekommen von Eenie, ist aber in Wahrheit Meenie. Das ist jetzt steile These. So, naja. Und jetzt ist der Plan dahinter, dass natürlich jetzt, also Meenie, aka Eenie, sich rächen möchte an Dr. Gray. Ja. Und jetzt an dieses Komplott zusammen mit der Tante Morgan eingegangen ist. Die möchte die Familie Fay so ein bisschen aus dem Weg räumen, um ihre eigene Familie da in dieser Beschwörungsgilde, was auch immer, an erster Stelle zu positionieren, weil die war immer so ein bisschen Zweitfamilie, weil die Mächtigen waren immer die Fays. Dit is it. Wäre mein Verdacht. Es kann aber auch sein, dass es dann in Wahrheit noch eine dritte Partei gibt. Vielleicht war es Lotta, vielleicht war es auch Pearly. Es könnte alles sein. Dieses Spiel macht mich nämlich immer mal ein bisschen fertig. Weil immer wenn ich denke, ich dachte am Anfang, dachte ich, die wollen wirklich nur auf diese Geisterschiene. Dass Meenie dann sie besessen hat, und irgendwann kommt so, oh was, es gibt Geister. Aber das ist ja hier, ist ja eigentlich allen egal, weil das immer nur so zwei Sätze sind. Ach so, ja, das ergibt Sinn. Und dann geht's halt weiter. Ich finde es in dem Sinne ganz nett, dass es sehr schnell was sehr Alltägliches wird. Was dann einfach ein Element ist in diesem großen Fall, aber nicht das eine Ding, mit dem alles wegerklärt wird, weißt du? Ja. Es kommt nicht so, und am Ende sind es Geister und Magie und Traum. Kann's gar nicht, ist gar nicht tot. So. Ja, so sowas. Irgendwie sowas. Ja. Naja, gut. Das ist mein Gefühl. Finde ich gut, Ich bin da guter Dinge tatsächlich. Diesmal. Sonst habe ich immer so getan, als hätte ich es gewusst am Ende. Diesmal habe ich aber das Gefühl, das könnte richtig sein. So, wir sind jetzt aber hier im Kreuzverhör und greifen jetzt erstmal Eenie ein bisschen an. So. So, das hatten wir gerade schon, als die Beschwörung anfing, schlief ich im Nebenzimmer. Genau, das brauchen wir erstmal. Ich greife einfach mal alles an, weil ich Eenie so gerne sprechen höre. War das nicht wegen ihrer Sesamallergie? Ach ja, richtig. Ja, also das stimmt. Ich glaube, da waren Körner meine ich, im Mittagessen an jenem Tag. Ich hatte diese Vorahnung, dass es ein ganz seltsamer Tag werden würde. Ja, in der Tat. Ja, verstehe ich, absolut seltsamer Tag. Ein seltsamer Tag also. In der Tat. Also, Sie haben geschlafen. Geschah etwas, während Sie schliefen? Ja, und dann kurz darauf kam jemand ins Zimmer, ganz plötzlich. Moment mal. Wissen Sie die Uhrzeit? Ja. Oh, vielleicht kurz vor 11? Ich denke ungefähr so spät. 11? Ja. Also mein Magen braucht dringend was zu essen. Okay. Ach, nein, ich glaube, Sie haben mich falsch verstanden. Ich meinte nicht jetzt. Dass wir gesagt haben, jetzt ist 11? Ist ja großartig. Ich meinte die Uhrzeit, als dieser jemand in ihr Zimmer kam. Also das meinen Sie. Das hätten Sie ja deutlicher sagen müssen. Kontext. Entschuldigung, mein Fehler. Aber hallo. Nein, schon okay. Also es ist wirklich... Hä? Das ist alles? Warum haben Sie mitten im Satz aufgehört? Das ist ja gut. Habe ich das? Also, wovor habe ich gerade geredet? Schon gut. Nein, das macht kein Anwalt. Zeugen zu dieser Person, die in das Nebenzimmer kam. So geht das nicht. Großer Gott, es war wirklich meine Schwester. Kann man dann direkt nochmal nachfragen? Ja, aber wird wahrscheinlich dasselbe nochmal passieren. Mach wieder meins.
Ja, also ob sich dann einfach nur der Textbalken wiederholt. Ach so. Sind Sie sich absolut sicher? Ich glaube. Sie glauben? War es Ihre Schwester, die ins Zimmer kam oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich kenne Ihre Schwester doch überhaupt nicht, Mann. Herr Smith. Erstens weiß ich nicht, Smith. Zweitens bin ich Einzelkind. Schlimmer ist, dass sie die Frage mit ihrer Antwort vermischt hat. Das ist gut. Sie ist echt gut. Nun, Herr Smith, alright. Die Verteidigung pausiert. Nun, was für eine Zeitverschwendung. Ihre Schwester noch gar nicht. Also gut, Zeugin, was hast du empfunden, als du Frau Mimi Meini sahst? Ich hatte sie lange nicht gesehen, oberglücklich und traurig zugleich. Also was ist dann, ja. Mhm. Sie waren glücklich und traurig zugleich. Ja, also sie war ja meine Schwester. Oh, tot. Aber wären die meisten nicht eher überrascht, einen Toten wieder lebendig zu sehen? Ja, aber vielleicht wäre ich das, wenn ich nichts über das Okkulte wüsste. Vielleicht ist Maya aber auch wirklich dahin gegangen. Also es kann noch sein, dass da tatsächlich noch eine Ebene irgendwie hinterkommt, weil vielleicht so ein bisschen... Aber, ja, ich weiß alles über die Koreiner Beschwörungstechnik. Wichtig ist, dass die Zeugin sofort erkannte, dass es ihre Schwester war. Ja, okay, ja. Schwester? Ja. Ja, wie sie sagte. Weil ich sie gejagt habe. Sollte ich sie da noch weitere fragen? Ja. Hat bisher nicht geschadet. Nö. Sie haben diese Begegnung nicht als seltsam empfunden? Nö. Also ich hatte keinen Grund dazu, etwas als seltsam zu empfinden. Nee. Sie sind seltsam. Ja, sie. Aber ihre Schwester ist seltsam. Au! Zack, Peitsch, hör auf, sie zu piesacken. Ey. Ich mach noch meinen Job. Kennst du das Wort Einspruch? Würdest du es bitte ab und zu verwenden? Herr Wright. Die Frage, was die Zeugin empfand, als sie ihre tote Schwester sah, möchte ich an der Stelle nur mal sagen. Ist das wirklich wichtig? Das ist schon sehr wichtig. Ja, aber hallo. Das ist sehr wichtig. Obwohl ich nicht genau weiß, was mit S gemeint ist. Guten Anwalt. Ich muss erstmal so tun, als ob ich wüsste, wovon ich rede. Das machen Anwälte. Sie tun einfach sehr viel so, als ob. Gut. Also, so machen wir Hooked auch. Ja, richtig. Das funktioniert bisher ganz gut. Gut, alright, Frau Meini, bitte ergänzen Sie Ihre Aussage. Ja, okay. Ich nehm's ganz locker. Ganz locker. Locker floggig. Locker vom Hocker. Ich hatte keine Angst und ihr Kostüm sah auch total normal aus. Wieso sah es denn normal aus, wenn sie jemanden erschossen hatte? Hä? 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 Wo ist das Blut? Also, am Aussehen ihrer Schwester war überhaupt nichts Merkwürdiges? Ja. Da war nichts merkwürdig. Nichts. Also die Klamotten waren nicht merkwürdig. Also wenn ich jetzt... Das Blut da drauf war nicht merkwürdig. Wenn ich jetzt... Warte, das muss ja das sein. Mayas Kostüm. Okay, kann ich hier noch nicht präsentieren, weil da muss ich... Kann ich hier schon präsentieren? Ich kann noch nichts präsentieren. Du bist immer noch mitten im Dialog. Ach so, okay. Ah, ja, ja. Ah, ja, stimmt. Mia spricht mit sich selbst, als ob sie einen Widerspruch gefunden hätte. Das ist unmöglich. Hä? Ist alles okay? Kann ich weitermachen? So. Meine Schwester erzählt mir was ganz Schreckliches. Das war das mit dem Rechen. Also, okay. Also, ihr Kostüm sah total normal aus. Jetzt, natürlich würde ich mal nachfragen, aber wenn sie jemanden umgebracht hat, müsste doch anders aussehen. Das war eine sehr gute Lüge, Frau Meini. Hä? Oh, oh. Was plapperst du denn diesmal, Phoenix Wright? Eine gute Lüge, aber das ist auch schon alles. Das waren meine Worte, Phoenix, nicht geklaut angezeigt. Frau Meini, darf ich Sie daran erinnern, was Sie gesagt haben? Sie haben gesagt, an dem Aussehen Ihrer Schwester war nichts Merkwürdiges. Ja, und? Aber ich glaube, dass das absolut nicht der Fall war. Sehen Sie sich das Foto an. Das ist ganz cool. Du hättest nämlich das Foto zeigen können, aber das Kostüm geht auch. Weil das... Ah, okay, verstehe. Ja, weil es aufs Gleiche hinaus ja. Das ist ein Foto der Schwester, die Sie gesehen haben.
Ich denke, sogar Sie wären überrascht, wenn jemand so vor Ihnen auftauchen würde. In der Tat. Die Blutspritzer. Batsch. Frau Meini, warum haben Sie das Blut, das Sie sahen, in Ihrer Aussage nicht erwähnt? Das ist tatsächlich sehr gut. Da wäre ich jetzt auch ein bisschen angesäuert gewesen, wenn ich das Kostüm zeige, das aber nicht zählt, weil man muss das Foto zeigen. Ja. Sehr gut. Würden Sie wirklich aussagen, statt zu lügen, hätten Sie es sofort bemerkt. Lüge, Lüge, Lüge. Fabrizi. Ruhe, Ruhe, Frau Meini. Wie erschwert... Ach, egal. Was? Ist schon gut. Bitte? Ein bisschen zu finster. Habe ich mittendrin abgebrochen. Ich bin ein bisschen interessiert, was da gekommen wäre, aber wir müssen wohl hier mit Geheimnissen leben. Ruhe, Ruhe, Frau Meini, was hat das zu bedeuten? Frau Meini! Oh. Ich denke nach, stören Sie mich nicht! Oh, da war doch was. Da war ein Blitzer. Ja. Was soll das stammeln, euer Ehren? Diese Zeugin, ihre Persönlichkeit hat sich um 180 Grad gedreht. Welch Überraschung. Viele Leute tun das, wenn sie den Zeugenstand betreten. Ja. Zuallererst beruhige dich mal, Zeugin. Tut mir leid. Ich wollte niemanden anfahren. Mach jetzt schnell mit der Aussage weiter. Wären Sie so gut. Ach, der Richter sieht noch immer mitgenommen aus. Eine großartige Hilfe also. Ja, aber was ist denn jetzt mit der Lüge? Es kommt doch jetzt. Ach so. Teil 2. Ja, also wissen Sie, das Nebenzimmer, das war ganz schön dunkel. Jetzt erinnere ich mich, ich habe gar nichts gesehen. Ihr Kostüm war doch lila, ne? Das Blut fiel also gar nicht so auf. Und ich überzeugte meine Schwester davon, dass man sowas nicht tun darf. Was? Jemanden umbringen? Und dann brachte ich meine Schwester zum Beschwörungsraum. Punkt. Ja nun, das verstehe ich absolut. Und Sie haben uns einen guten Grund genannt, warum Sie das Blut nicht gemerkt haben. Perfekt. Und dunkel und lila. Ja. Meinen Sie? danke, Väterchen. Meinen Sie? Zufrieden, Herr Wright? Wir versuchen hier alle an einem Strang zu arbeiten. Nein, ich denke nicht. Irgendwas war da gerade. Nun gut, Sie können die Zeugen befragen. Er hat sich Phoenix angeguckt und der wirkte immer noch sehr... Ja. Okay. ...determiniert. Wissen Sie, das Nebenzimmer war ziemlich dunkel. Ist das so? Ist das so? Wirklich? Denn ich fand es ziemlich hell in dem Zimmer. Ja. Jetzt plötzlich kann der Einspruch. Erspare uns vor Gericht deine subjektive Meinung. Ja, stimmt. Entschuldige, aber wieso ist meine Aussage subjektiver als Frau Meinis? Du bist ein hoffnungsloser Fall. Zeugin, ignoriere diese banalen Wicht einfach. Wicht? Ja, okay. ich krieg keine Luft. Ich will hier raus. Ignoriere diesen Wicht. War lila, nicht? Das Blut fiel also nicht auf. Das ist weird. Ja. Sie haben das Blut nicht gesehen? Ja. Also nein. Also ja. Aber sie muss die Pistole zu diesem Zeitpunkt auch bei sich gehabt haben. Mhm. Wollen Sie etwa sagen, dass Sie die Pistole auch nicht bemerkt haben? Also ich habe sie nicht bemerkt. Ich habe ihr nur ins Gesicht gesehen. Erzähle weiter. Okay. Und ich überzeugte meine Schwester davon, dass man so etwas nicht tun darf. Okay. Und wie verhielt sich ihre Schwester, Frau Mimi Meini, zu jenem Zeitpunkt? Nun, also sie war also voll außer sich, weil sie gerade Dr. Gray erschossen hatte. Voll. Dieses Bild. Ja. Aber ich denke, sie wusste es. Sie sagte, sie hätte etwas ganz Schlimmes getan. Und, sie sagte auch, sie wollte mit mir zu Frau Morgen gehen, um sich zu entschuldigen. Hat Ihnen Mimis Geist das alles wirklich erzählt? Ja. Warum nicht, ne? Okay. Meine Schwester zum Beschwörungsraum. Okay. War Ihre Schwester zu jedem Zeitpunkt ruhig und gefasst? Ich denke, ja. Ich glaube, dass sie sich... Ja, also durch ihre Rache an Dr. Gray viel besser fühlte. Aha.
Ich würde mich auch gern besser fühlen, Phoenix Wright. Je eher, desto besser. So eine Implizierung, dass sie ihn umbringt. Ja. Sie sagt das mit der Peitsche in der Hand. Und also Frau Morgan war die einzige im Beschwörungsraum. Verstehen Sie? Darf ich Sie noch eine letzte Sache fragen, Frau Meini? Lügen Sie? Oh ja, sicherlich. Hauen Sie raus. Fanden Sie dort irgendwas seltsam, ungewöhnlich oder am falschen Platz? Komm in Bewegung, alter Mann. Am falschen Platz? Wann meinen Sie? Wann? Als sie zum Tatort ging, weil mich jetzt natürlich die Vase interessiert. Ich meine natürlich, als sie zum Beschwörungsraum ging. Nichts Seltsames. Sie hat sehr schnell geantwortet. Was nun? Angreifen! Denken Sie nach! Ich weiß, Sie können sich an etwas erinnern. Na ja, grundsätzlich weiß ich nicht. Oh, ich kann's aber nicht. Voll schwer mit dem Kopf und so. Das reicht nicht. Sie müssen das dem Gericht ausführlicher erklären. Hm, richtig, das bin ich. Glauben Sie, Herr Wright, dass es so wichtig ist? Ich sollte mal was sagen. Naja, also, ob auf dem Weg zum Beschwörungsraum etwas seltsam war, das ist schon ein bisschen wichtig. Ich frage, weil es sehr wichtig ist. Achso, ja dann. Nicht, dass ich wüsste, wohin uns das noch führt. Ja, vielleicht zum Freispruch. Ja, nun gut. Frau Meini, würden Sie das bitte Ihrer Aussage noch hinzufügen? Oh, ich verstehe zwar nicht, warum, aber ich hätte... Grundsätzlich. Kann ich machen. So. Wenn niemand... Ah. Ich bin niemandem begegnet auf dem Weg zum Dings da. So, das greifen wir, können wir noch einmal angreifen. Und dann geht's aber ab. Versuchen Sie sich diesmal zu erinnern. Ja. Oh, ich erinnere mich. Ah. Ich erinnere mich, dass ich niemanden auf dem Weg gesehen habe. Okay. Ich denke, das ist eine Sackgasse. Ist es nicht. Wenn man doch noch etwas aus einem Zeugen herausbekommt, dann ist das keine Sackgasse. Nicht gut. Ich kann nichts Falsches entdecken. Ja, du... Phoenix, der Richter glaubt dieser Zeuge außer. Ja, der Richter glaubt auch alles. Selbst wenn man den peitscht. Das ist wahr. Der Richter glaubt einen Papagei. Na gut, aber das muss man sagen. Wenn du keinen Haken in ihrer Aussage findest, wird er den Prozess beenden. Ich weiß. Ach so, das war ja. Wir müssen es noch einmal versuchen. Es ist egal, wie oft wir es hören, wir dürfen nicht aufgeben. Ja, okay. So. Nochmal zum letzten Statement. Ja, das ist okay. Das ist auch. Lia, fehl nicht auf. Im Weiß. Dunkel. Ach so, was ist das? Überzeugte meine Schwester. Ja. So. Und dann noch eins, oder? Ich erinnere. Genau. So, und jetzt präsentieren wir mal. Jetzt ist die Frage, ob ich die Vase, ob das auch wieder so ein Fall ist, ob ich jetzt die Vase. Obwohl muss ich ja. Weil sonst kann ich jetzt gerade. Oder den Lieblingsspielzeug. Direkt vor dem Mord zerbrochen, wurde im Gange. Weil ich kann ja auch den Ball theoretisch präsentieren, weil die ja damit gespielt hat. Aber dann hat sie davor. Also eigentlich, ich würde jetzt mal. Okay, sie richtig sagen. Wäre das auch Pearl präsentieren. Ach so, okay. Ich habe den Fehler oder besser gesagt den Riss in ihrer perfekten Lüge gefunden. Sehen Sie, was ich da mit Riss? Nee, das weiß noch gar keiner, weil das ist ja so ein Witz. Müsste nachträglich nochmal. Sehen Sie sich die Urne an. Urne? Da sind Risse. Sehen Sie? Verstehen Sie meinen großartigen Witz? Ja. Lachen Sie. Und was soll das beweisen? Wen kümmert schon irgendeine alte Urne? Ja. Wie bereits gesagt, ich sah niemanden, aber nur auf dem Weg zum Beschwörungsraum. Hm. Ich habe auch nichts von irgendeiner Urne gesagt, oder? Nee, red dich nur rein. Anscheinend haben Sie es immer noch nicht begriffen. Ich würde sagen, wären Sie zu jedem Zeitpunkt wirklich über den Holzsteg gegangen, hätten Sie diese Person nicht übersehen können. Ja. Gumshoe! Huch. Dr. Hotti. Dr. Hotti! Ach so, hoppla. So, wir kommen da schon hin. Ja. Ich möchte Ihnen gern jemanden vorstellen. Also, der ist jetzt nicht da, aber... Das ist Frau Morgan Fays Tochter Pearl Fay. Die ist jetzt gerade besessen von, Wir zeigen, glaube ich, einfach ein Foto. Achso, okay. Ja! Wieso ist das Kind wichtig? Zum Zeitpunkt des Mordes spielte Pearl zufällig im Hauptgarten. Oh!
Und zufällig zerbrach sie diese Urne. Ah. Oh! Au! Oh! Oh. Warte, sie zerbrach diese Urne? Ja, sie warf sie versehentlich mit ihrem Ball um. Ja, ja. Und Pearl hat sie auch wieder zusammengesetzt. Oh. Und saß dabei mitten auf dem Holzsteg. Will I am. Oh yeah, Gott, oh was? Gott, was, oh, wow. Das ist voll gut, ne? Wow, wow. Wegen Geister und ja, so? Ja, 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 wow. Könnte man dann auch, da steckt schon noch jemand anders drin und so, wow. Frau Meini. Pearl war zu jedem Zeitpunkt da, mitten auf dem Holzsteg. Sehen Sie, sie war schwer am Arbeiten und hat die Urne wieder zusammengesetzt. Richtig gut übrigens. Wenn Sie das beim Vorbeigehen nicht gesehen haben, sind Sie von rechts wegen blind. Von rechts wegen blind. Ja, ich bin auch blind. Ich denke, ich habe eine Sache ausreichend bewiesen, Frau Meini. Lüge! Dass Sie eine meisterhafte Lügnerin sind. Naja, nicht so weit. Sie lügen! Herr Wright, Sie müssen aufpassen, was Sie da sagen. Lügnerin! Hexe! Wenn hier einer aufpassen muss, was er sagt, so ist das die Zeugin. Also, Frau Meini, erzählen Sie uns die Wahrheit. Ja, also, worüber denn? Worüber? Natürlich darüber, wo Sie zum Zeitpunkt des Mordes wirklich waren. Die Zeugin hat doch gerade dazu ausgesagt. Ja, das ist doch richtig. Ich habe im Nebenzimmer geschlafen. Kann ich ihr wirklich glauben? Hat sie wirklich im Nebenzimmer geschlafen? Ja, stimmt wohl. Nee. Ihr Lügen hört jetzt auf. Ja, so. Ja, doch, ihr Lügen. Ey, was soll das? Die Zeugin sagte, dass sie zum Tatzeitpunkt im Nebenzimmer schlief. Ja. Und ich sage, dass das nicht möglich ist, denn es gibt hier einen klaren Widerspruch. Einen Widerspruch? Wo ist hier ein Widerspruch? Hilf mir, Mia. So. Wo haben wir den Widerspruch? Was ist der Widerspruch, Tom? Ich möchte nicht sagen, dass ich zu vorschnell war, aber der Widerspruch, den muss ich jetzt gerade nochmal rausarbeiten. Also, in der Aussage eben gerade hat sie gesagt, sie hat gepennt, während der Mord passiert ist. So. Wie können wir beweisen, dass sie nicht gepennt hat? Wir können beweisen, dass sie auf jeden Fall nicht über den Steg gelaufen ist. Also, du weißt, dass sie nicht über den Steg gelaufen ist. So. Jetzt geht es darum, dass sie nicht gepennt hat. Ja. So. Ja. Also, was heißt das denn, wenn sie nicht gepennt hat? Dass sie wach war. Genau. Und naja, ich glaube, also sie muss im Beschwörungsraum mit gewesen sein. Also willst du das gerade beweisen, sozusagen? Ja. Dann ist das, was gerade, wo der Widerspruch liegt, also von dem Auswahl, von der Auswahl, die du gerade hast? Naja, aber jetzt ist die Frage, ob ich das in der Aussage, kann ich das ja nicht beweisen, sondern das muss dann ja in den Beweisen sagen, weil in der Aussage wüsste ich jetzt gerade nicht. Also laut meinen Infos hier, ich finde auch, in den Beweisen würde immer noch Sinn ergeben, aber sie wollen das Erste. In der Aussage. Weil sie sagt ja immer noch, Zimmer geschlafen und das sollst du widerlegen. Okay. Okay, also sie sagt, sie hat geschlafen, wir sagen, das kann nicht sein und deswegen eine Aussage. Genau, wegen der Sache mit Pearl. Okay. Ja. In ihrer Aussage, Frau Meini, haben Sie vorhin Folgendes gesagt. Und Frau Morgen war die Einzige im Beschwörungsraum. Ah, verstehen Sie? Okay. Okay. Das wusste ich jetzt auch nicht mehr, dass Sie darauf hinaus wollen. Ah, okay. Es ist wahr, dass Frau Hart und ich zu jedem Zeitpunkt nicht da waren. Wir waren gegangen, um die Polizei zu rufen. Ja, und was hat das mit mir zu tun? Also damit zu tun, meine ich? Ja, schon sehr gut. Ja, das ist ganz einfach. Frau Meini, woher wussten Sie diese Tatsache? Ja, ach stimmt, natürlich, klar. Wenn sie gesagt hat, sie hat da geschlafen, kann sie ja nicht raus, also, wenn sie keiner geweckt hat, weil das ist ja klar. Woher? Ja. Ja. Ich stimme zu, dass Frau Fay die einzige Person im Beschwörungsraum war. Mhm. Aber jemand, der im Nebenzimmer schlief, hätte das nicht wissen können. So. Damit meine ich Sie, Frau Meini. Nur noch mal zur Klarheit. In Wirklichkeit gingen Sie zum Beschwörungsraum. Aber Sie gingen nicht über den Holzsteg. So.
Holzsteg, Holzsteg, Holzsteg. Aber sehen Sie sich die Karte des Anwesens an. Da ist er jetzt aber plötzlich sehr smart, ne? Ja, ja. Wenn man vom Nebenzimmer aus dem Beschwörungsraum gehen möchte, muss man über den Holzsteg gehen. Ja, das ist so richtig, Herr Richter. Aber kein Grund zu schreien. Deshalb stelle ich diese wichtige Frage. Woher? Wo befand sich die Zeugin zum Zeitpunkt des Mordes? Bam, badam, bam. Frau Meini, bitte beantworten Sie diese Frage. Machen Sie das nicht, ist eine Falle. Würdest du bitte keine Fragen stellen, die auf unbegründeten Annahmen beruhen? Nun, ich denke, da du die Frage in den Raum gestellt hast, Phoenix Wright, machen wir das jetzt mal nicht. Solltest du die Frage auch beantworten? Wo befand sich die Zeugin zum Zeitpunkt des Mordes? Das ist deine Chance, Phoenix. Ja. Die einzige Person, die Dr. Gray hätte umbringen können, war Eeny Meiny. Und jetzt ist die Zeit gekommen, es zu beweisen. Also gut, Herr Wright, Ihre Antwort bitte. Wo befand sich die Zeugin, als der Mord geschah? Im Beschwörungsraum. Frau Meini befand sich natürlich hier. Aber das ist der Beschwörungsraum. Ist das nicht der Tatort? In der Tat, das ist richtig. Der Tatortraum. Frau Meini befand sich am Tatort. Zack, zack, zack. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Das ist... Warum das auch? Phoenix Wright, hast du den Verstand verloren? Die gestrige... Das ist aber auch sehr gut. Die gestrige Zeugenaussage besagt, dass sich nur das Opfer und die Angeklagte zu Beginn der Beschwörung im Raum befanden. Ja, ja, das ist richtig. Bitte erklären Sie uns das, Herr Wright. Ganz einfach. Eeny Meiny hatte sich am Tatort versteckt. Ach. Ich habe mich nicht versteckt. Wo hatte ich mich versteckt? Also wenn ich mich versteckt hätte, verstehen Sie? Wo denn? Wäre denn der Korb gewesen hier? Warum haben Sie überhaupt so einen blauen Finger? Nee, hä? Ach so, hinter dem Dings muss sie sich versteckt haben. Ich war gerade im Transport. Sie war nicht im... Also, weil ja dieser Wäschekorb, damit muss sie ja irgendwie hin und her. Der ist doch noch wichtig, dieser Wäschekorb. Weil der Korb war erst da und dann war er nicht da. Und weil keiner gesehen hat, wie sie raus ist... Ach, wir machen mal. Also, dir ist schon aufgefallen in der Investigation-Phase, dass im Wäschekorb ein Loch ist. Ein Loch ist und hier ist ein Loch und überall ist ein Loch. Ist ein Loch, genau. Überall Löcher. Und im Ärmel. Ja. Natürlich hier. Hinter dem... Ach nee, das... Fallschirm! Au! Ich möchte mich nicht wiederholen. Erinnere dich an die gestrige Zeugenaussage. Es ist unmöglich, ich mach's jetzt, damit man denkt, hinter dem Warnschild zu verstecken. Verstecke. Sehen Sie sie doch im Kopf? Oh Gott, die arme Mütze. Ja, wirklich. Hören Sie auf, mir alles so schnell einzuholen, die Scheinbrocken. Aber Frau Meini, jemand in Ihrem zarten Alter sollte sowas nicht sagen, Schleimbrocken. Eine Stillfeder hier, Sie wissen ganz genau, wie alt ich bin. Tut mir leid. Das Fass ist fast am Überlaufen. Ich sollte wohl noch etwas nachhelfen. Das Fass ist fast am Überlaufen. I like it. Die Zeugin hatte sich hinter dem Wandschirm versteckt. Hiermit. Ja. It comes my favorite Wäschekorb. Die Kleidertruhe. Frau Meini. Es ist ganz einfach. Wie Sie sich am Tatort versteckt haben. Mag das gerade total. Sie versteckten sich in dieser Truhe. Ja! In dieser kleinen Truhe, da passt auch niemand rein. Niemand. Tut mir leid, aber Ihre Theorie wurde bereits widerlegt. Als Lotta sich vor mir in der Truhe versteckte. So. Ja, Schwitz. Aber die Truhe befand sich im Nebenzimmer, richtig? Das heißt also, sie hatte mit dem Mord überhaupt nichts zu tun, die Truhe. Was nicht die Truhe? Ja, das stimmt. Ich lief dort, also muss ich es wissen. Diese Truhe war die ganze Zeit im Nebenzimmer. Ja, right.
können Sie beweisen, wo sich die Truhe zum Tatzeitpunkt befand? Ja, können wir. Wegen des Lochs. Ja. Und jetzt zeige ich Ihnen den Beweis, der zeigt, dass sich diese Truhe zum Zeitpunkt des Mordes am Tatort befand. Zeigen wir? Ja, nochmal die Truhe präsentieren, ne? Nee. Nee? Also, vielleicht funktioniert das auch, aber laut meiner Lösung soll man was anderes zeigen. Das Foto können wir nicht zeigen. Aber du hast den richtigen Gedanken. Ach so, den vielleicht? Mhm. Weil da 20 cm und über der Truhe 20 cm? Ja, also ich schätze mal, weil das halt zusammenpasst. Ja. Sehen Sie sich diese Truhe an. Ja. Aber ich frage mich, ob man die Truhe auch hätte zeigen. Wahrscheinlich, ne? Ja, weil er zeigt doch gerade die Truhe. Also, wer schon. Sie sind so dumm. Als ob es irgendwelche Beweise in diesem ollen Ding gäbe. Lass mal die Truhe in Ruhe. Das ist eine super Animation. Das ist. Was zum Teufel? Dass sie alles mit ihrer Mütze macht. Ich habe keine Zeit für überraschtes Herumsitzen. Sag schon. Überraschtes Herumsitzen? Da ist ein Loch. Ungefähr 20 cm über dem Boden. Ich glaube, der Richter hat so einmal im Jahr so einen kurzen hellen Moment, löst dann total krasse Sachen und dann verfällt er wieder in sein Wo bin ich, wer bin ich? Feierabend. Mein Loch ungefähr 20 cm über dem Boden. Wo haben wir das schon mal gehört? Tja. Der Wandschirm, er hatte ein Loch in derselben Höhe. Gut kombiniert. Stimmt. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, was passiert ist. Als die Schüsse fielen, befand sich die Truhe hinter dem Wandschirm. Deshalb traf die Pistolenkugel die Truhe und den Wandschirm. Ja. Sie gingen erst durch den Wandschirm und dann in die Truhe. Ich hoffe, Sie haben es jetzt endlich verstanden. Ja. Wir haben es jetzt dreimal hintereinander gesagt. Also wegen dieser Truhe nochmal. Ja. Frau Meini, Sie versteckten sich hinter dem Wandschirm und warteten auf Ihre Gelegenheit. Ja, auf Ihre Gelegenheit, Dr. Gray zu töten. So. Yeah. Jemand ist tot? Es geht um Mord? Ruhe, ich bin erst gerade gekommen. Aber Phoenix Wright, was ist mit diesem Foto? Behauptest du etwa, die Person auf diesem Foto sei Frau Ini Meini? Genau das meine ich. Meini. Meini ich. Meini? Frau Ini Meini. Wir sollten das schreiben. Ja. Sie hatten sich die ganze Zeit über in der Truhe versteckt. Und sie trugen das Kostüm eines Mediums, um sich als Maya Fey auszugeben. Um sich als Maya Fey auszugeben? Oh Gott, zieht die sich vielleicht wirklich noch die Maske runter oder irgendwie sowas? Oder hat sie eine Maske auch? Oh, war ja. Oh Gott. Sie hatte es von Anfang an geplant. Sie wollte Dr. Gray umbringen und den Mord meiner Mandantin in die Schuhe schieben. Hallo, nein, stopp! Ich kann kein weiteres Wort dieser Dummheit mehr hören. Ich stecke mir jetzt die Finger in die Ohren. Wenn dies alles so sein soll, Phoenix Wright, dann hör mir mal gut zu. Diese ganze Idee von der Zeugin, die die Truhe an den Tatort brachte, sich als die Angeklagte ausgab, das Opfer umbrachte und vom Tatort floh. Das ist doch Quatsch. Das kann doch eine Person unmöglich schaffen. Ist doch Mumpitz. Ja, stimmt, weil sie nämlich auch noch die Vater. Du bist so schlau, Mann. Ich bin so schlau. Es ist wirklich unmöglich. Das werde ich jetzt ausdrucken und jedes Mal, wenn einer sagt, Mats, du bist ganz schön doof, werde ich dann das da hinzeigen und sagen, nee, guck mal hier. Da ist Folge Phoenix Wright. 15 oder so von Phoenix Wright. Ja, und alle anderen nicht so, ja. Eine Person kann die Vorbereitung nicht alleine getroffen haben. Aua! Muss ich dich daran erinnern, die Dummen verdienen keine Gnade. Warte. Frau von Karma, du sagtest, eine Person konnte es nicht alleine schaffen, richtig? Du meinst doch nicht. Ja. Frau Meini, Sie hatten einen Komplizen. It all fits together now. Diese Person. Wäre es niemand aus Kurain gewesen, hätten Sie das Kostüm nicht bekommen. Und wäre es niemand aus dem Fey-Haushalt gewesen, hätten sie die Truhe nicht bekommen. Morgan! Fey! Ist das nicht diese nette, sehr sympathische Dame, der Engel, der vorher ausgesagt hatte? Was können Sie dazu sagen, Frau Meini? Sie haben Dr. Gray eigenhändig erschossen. Bestreiten Sie das!
Die besten Momente. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich denke, genau das ist wirklich passiert. So. Die Mörderin hatte sich lange vor dem Verbrechen am Tatort eingefunden. Ja. Als Medium verkleidet und mit Perücke gab sie sich als die Angeklagte aus. Und dann begann die Beschwörung. Ja. Die Mörderin schlich leise zu den beiden anderen, die die Augen geschlossen hielten. Zuerst betäubte sie Maya Fey mit einem starken Schlafmittel. Richtig, da war ja was. Dann erstach sie Dr. Gray mit dem Messer. Smart. Gut, dass sie nicht Maya gleich mit umgebracht hat. Ja, das wäre der ganze Plan auch nicht so gut. Nee. Als nächstes versteckte sie meine Mandantin in der Truhe. Ja. Sie tat es, damit sie sich als Maya ausgeben und ihr das Verbrechen anhängen konnte. Ja, so ein neues Foto kommt da gleich. Aber eigentlich bringt sie ja Maya um, auf kurz oder lang. Richtig, aber nicht selber. Ja. Das ist wie jemanden von der Brücke schmeißen, man selber... Der Fall, eigentlich war es der Aufschlag, eigentlich war es der Boden, verklagen sie den. Aber das mit der Logik kannst du ja weiter treiben. Ich habe ihn nicht erschossen, die Kugel war es. Kugel war es, ja. Die habe ich nur befreit. Ja, also müssen wir den Hersteller der Kugel so eigentlich. So, und da kommen wir nämlich wieder hin. Menschen ja, könnten nicht Kugeln tun. Aber dann passiert etwas Unerwartetes. Unerwartetes? Ja. Ja, peng. Dr. Gray war doch noch nicht tot. Dieser Schlingel. Ich bin noch nicht tot. Mit letzter Kraft feuerte er einen Schuss auf seine Angreiferin. Ich möchte ein bisschen spazieren gehen. Und deshalb ist das Loch im Wandschirm nur knapp über dem Boden. Mir geht's doch schon viel besser. Die Mörderin nahm dann Dr. Gray die Pistole aus der Hand und... Yep. Peng. Danach haben sie und die andere Dame das Zimmer gestürmt. Ja, einen Schuss hatten wir einfach nicht erwartet. In der Tat. Deshalb brachen wir die Tür zum Beschwörungsraum auf, als wir die Schüsse hörten. Mhm. Klick. Frau Meini, sie beschmierte ihr eigenes Kostüm schnell mit Blut. Ja. Und tat so, als wäre sie Maya Fey. Hätte man das die ganze Zeit sehen können eigentlich, dass auf dem Foto eigentlich... Wow. Na ja, klar, weil wir immer gesagt haben, sie ist halt besessen, aber also es ist schon... Naja, ja, und das Ding ist, Ini macht halt immer diesen Blick mit geschlossenen Augen. Also sie versuchen sie dadurch ja auch zu differenzieren. Ja, klar. Patsch! Aha, aber... gerade das Foto. Sehr gut, ja. Einfach das Beweisstück kaputt gemacht. Trutz. Aber diese Täuschung wäre doch leicht zu durchschauen. Genau deshalb scheuchte uns Frau Morgenfay hinaus. Überlassen Sie das bitte mir. Ich rede jetzt ganz anderes als in den anderen Flashbacks. Beeilen Sie sich und rufen Sie die Polizei. Schnell, bevor es noch mehr Opfer gibt. Sie zum Beispiel. Was soll man dazu sagen? Das ist ja ein Ding. Das ist die Wahrheit hinter dem Mord. Oh Gott. Badabam. Stille. Ja. Das ist ja nur du sitzen. Hä? Ist sie das? Wahrscheinlich. Wer war das? Wer lacht da in so einem Moment wie diesen? Au! Ach nee, ihr war das. Oh, ihr armen Dummköpfe. Steckt ihr vielleicht gerade noch in der Entwicklung? Wow. Was ist es denn diesmal? Frau von Karma, also sicherlich. Natürlich war ich das. Denkt ihr wirklich, eine von Karma würde wegen so etwas Kleinem verlieren? Was in aller Welt? Patsch. Phoenix Wright. Ihre Beweisführung weist einen großen Fehler auf. Und der wäre? Wenn die Zeugin die wirkliche Mörderin ist, warum sollte sie dann das alles auf sich nehmen? Hä? Die Zusammenarbeit mit einem Medium, sich als eines auszugeben, der Anschlag, welchen Grund sollte sie für solch dumme Dinge haben?
Ja, also, nun, ja, das stimmt. Das wollte ich auch gerade sagen, meine ich. Ja. Oh, und da ist noch etwas. Warum sollte Frau Ini meine Dr. Grey umbringen wollen? Was ist ihr Motiv? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Habe ich alles nicht. Ja, Motiv. Ich habe kein Motiv. Motiv! Machen wir noch weiter? Wir sind jetzt, glaube ich, schon ein bisschen drüber. Ja, okay. Wir haben gleich einen guten sehr Punkt. Gut. Ein Motiv, das ist... Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie kein Motiv hat. Wir haben aber eins. Ich muss ein Motiv finden, sofort. Warum könnte sie Dr. Grey töten wollen? Na. Der Grund, warum sie Dr. Grey umbringen wollten, ist folgender. Jetzt müssten wir eigentlich... Also wahrscheinlich den Zeitungsausschnitt würde ich jetzt präsentieren. Hohum, hohum. Hohum? Das ist eine Wortsuche. Es fällt mir schwer, das Wort Motiv zu finden. Ah. Nee? Okay. Ja, also ist schon richtig. Der falsche Mats. Oh, mir fällt das Atmen schwer. Grundsätzlich. Leute, ich brauche Hilfe, glaube ich. Mein Augenlicht schwindet, du Idiot. Da möchte man lieber nicht alt werden, Felix Wright, nicht wahr? Ach so, ich hab ich muss mir Zeit lassen und alles genau durchdenken. Ja, okay, gut. Ja, danke. Phoenix, ich erinnere dich, welches Hühnchen hätte ihn mir da gleich rufen wollen. Es gibt nur einen Grund, verstanden? Nur einen? Wir tun ein so, als wäre das nicht Motiv. Passiert. Das ist... Ja, okay. Kann ich nicht sagen, dass ich kein ja, Motiv hat? Ja, warte. Motiv hin und der Grund, also der ja. folgende, und zwar... Artikel über Autounfall, das ist er, ne? Ja. Ein Fahrzeug, okay. Was habe ich denn gerade präsentiert? Den ersten. Ach so, ja, nee, das machen wir nicht. Okay, also... Ha! Wie ich's mir dachte, Ihre dummen Antworten langweilen mich, Phoenix Wright. Na großartig, jetzt nennt sie mich auch beim vollen Namen. Denken Sie, ich hätte es getan, um mich für den Tod meiner Schwester zu rächen? Ja. Ja? Also, wenn Sie es genau nehmen, weil Sie durch den Unfall selbst große Verletzungen und Schmerzen hatten. Seien Sie nicht albern. Niemand kann beweisen, dass Dr. Grey meine Schwester betäubt hatte, richtig? Und Sie wollen behaupten, ich würde mich ohne Grund rächen? Was wollen Sie damit sagen? Sie Nina Tatagreis. Ey! Also ich werde es Ihnen erklären. Also hören Sie zu, ja? Vor über einem halben Jahr bin ich aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wenn ich mich wirklich hätte rächen wollen, hätte ich nicht so lange gewartet. Und außerdem, also der Kerl, der das mit den Geistern wollte, das war nämlich Dr. Grey. Es war ja, also totaler Zufall, dass er mich deswegen fragte. Verstehen Sie? Sie ist wieder das kleine Dummerchen. Ja, es ist neu das Kabel. Ah, aber verstehen Sie? Au! Peitsch! Armselig, Phoenix Wright. Du konntest deine eigene Theorie nicht untermauern. Game over. Du. Und das ist das Ende. Zack! Ich denke, wir haben die Antwort, Phoenix Wright. Was Frau Meini sagte, ist sehr wahr, das weiß ich. Der Racheplan ist sehr kompliziert und außerdem hat sie kein Motiv. Des Weiteren gibt es für Frau Morgenfell keinen Grund, an diesem Plan mitzuwirken. Sie haben nicht einmal wirklich handfeste Beweise für ihre Behauptung. So viele Fehler, Phoenix Wright. Du musst lernen, was sich gehört. Gurk. Was ist passiert? Ich dachte, ich hätte sie gehabt. Sehen Sie, wie ich es Ihnen gesagt habe? Ja? Sie müssen wohl Kleinen beigeben. Ja, mach du mal. Nun gut, hiermit ist das Kreuzwerk von Ini Meini beendet. Okay, wir haben sie noch nicht, aber vielleicht doch noch. Was? Euer Ehren, bitte gewähren Sie der Verteidigung noch eine Minute. Also gut. Du darfst hier nicht verlieren. Habe Vertrauen in dich selbst, Phoenix. Mia? Ja, es sieht nach einem lächerlichen Mordplan aus, aber trotz alledem hat das Mädchen für dieses Verbrechen geübt. Hat sie es wirklich? Also der Satz sich gerade so. Hör zu, Phoenix. Es gibt für alles einen Grund. Es gibt einen Grund, warum sie Dr. Grey umbringen musste. Und aus dem gleichen Grund musste sie ihn auf diese Weise töten. Die Zeit ist um, Herr Wright. Ihre letzte Antwort, bitte. Wenn Sie sagen wollen, Sie haben einen Beweis für Frau Meinis Motiv, warum hat sie dann das Opfer auf diese Weise umgebracht? Können Sie das beweisen? Kann ich? Kann ich das wirklich?
Also, wir können... Warum auf diese Weise? Naja, so kann sie halt theoretisch also rauskommen aus der ganzen Nummer. Ja. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich muss dranbleiben, egal wie. So ist es richtig, Phoenix. Einfach so tun. Nur du kannst es jetzt tun. Ich werde zeigen und beweisen, dass Frau Meini ein Motiv hatte. Zu schade. Zu spät. Mein Kreuzverhör ist endlich vorbei. Yeah. Interessant. Die peitscht an. Ja. Ich gebe dir deine Chance, Phoenix Wright. Was? Sie sollten doch auf meiner Seite stehen. Au. Eieiei. Ein von Karma denkt nur an den perfekten Sieg. Solange du Kampfgeist hast, werde ich dich besiegen, Phoenix Wright. Zeit für einen. Und meine Peitsche. Ich dachte, du machst es jetzt. Ja, ich war aufgelaufen. Und es ist mir gleich, ob du meine Zeugin bist. Komm mir ja nicht in die Quere. Wow. Nein. Nun gut. Mir ist alles egal, das Gericht macht 5 Minuten Pause. Wir fahren nach der Pause mit dem Kreuzverhör fort. Hey, Sekunde. Zack. Tschüss. Okay, da ist ich nehme an, das ist der Punkt, wo du das sagen wolltest. Ah, ja, genau. Ich verstehe, sehr gut. Beim nächsten Mal werden wir das Ende dieses Falls dann voraussichtlich. Ich stelle mich sehr doof an. Voraussichtlich. Ja, voraussichtlich. Weil du hast ja jetzt die Situation eigentlich schon erklärt. Ja. Ich mag sehr, in welche Richtung du spekuliert hast. Und diese Spekulation, die du hattest, mit wie Ini und Mimi zusammenhängen und sowas, das wurde ja im Spiel noch gar nicht aufgegriffen. Nee, das stimmt. Also wir haben so... Und wie so Morgan da mit reinhängt, ja, und so. Und warum, genau. Das ist tatsächlich jetzt noch ein etwas größerer Brocken, aber das wird interessant. Ja, ein bisschen. Also so viel ist jetzt nicht mehr. Ah, sehr schön. Zumindest laut dem, aber das kann. Ja, muss nicht, ja, so viel heißen, wie wir schon festgestellt haben. Das Telefonbuch noch durchlesen. Beim nächsten Mal geht's auf jeden Fall dann weiter mit Phoenix Wright Justice Fall. Ich freue mich. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss.